Die Nienburger Spargelkiffer. Leute, Leute, man sollte meinen, die Torte der Schwachsinnigkeit hätte hier in der BRD schon ihre Sahnehaube auf. Aber nein, eine Kirsche als Krönung passt immer noch auf die Spitze. Ich verspreche euch, diese Geschichte werdet ihr mir kaum glauben können. Und genau darum blende ich zur Untermauerung alle Schriftstücke ein. Eigentlich eine einfache Begebenheit. Ich bin wohl in einem Ort etwas schneller als 50 Stundenkilometer gefahren und wurde geblitzt. Ganze 12 Sachen überher lastet man mir an. Ich ging locker an die Sache heran mit einer Zurückweisung. Ich sage nur, merkt euch schon jetzt, dass es eine Zurückweisung ist. Diese Zurückweisung, garniert mit der fehlenden Legitimation des Landkreises Nienburg, dem fehlenden Geltungsbereich des Ordnungswidrigkeitengesetzes, der Erfordernis eines Geltungsbereichs, dem Manko der fehlenden Unterschrift, des fehlenden Eichprotokolls, ach herrje, damit sollte es genug sein. Was macht der Landkreis Nienburg? Er schickt mir eine Verwarnung und verlangt 25 Euro für seine Unfähigkeit, nicht lesen zu können. Dafür kassierte er einen Strafantrag wegen versuchter Erpressung, Anwendung ungültiger Gesetze, Verletzung des Rechts am eigenen Bild und Ausspähung persönlicher Daten. Unbeeindruckt schickt der Landkreis Nienburg dann einen Bußgeldbescheid mit angeblichen Verfahrenskosten als Aufschlag. Mein Strafantrag wurde indessen von der Staatsanwaltschaft Verden begründungslos abgewiesen. Und zwar von, ja von, Oberstaatsanwältin Dagmar Schubert. Mensch, das hättet ihr nach dem letzten Video jetzt auch erraten können. Die Anwendung ungültiger Gesetze zum Beispiel ist für Dagmar Schubert das Natürlichste von der Welt. Ebenso natürlich wie eine Paarung von Nashorn und Braunbär. Jetzt kommt's. Das Amtsgericht Nienburg eröffnet ein Verfahren gegen mich und hängt noch eine Vorladung an. Puh. Und bevor das Verfahren beginnt, wird schon wieder Recht gebeugt. Der Möchtegern-Richter Mühlmann, hier noch versteckt hinter einer Frau Kant, behauptet, ich hätte Einspruch erhoben. Was? Bahnhof? Ich sagte doch, behaltet meine Zurückweisung im Gedächtnis. Ich gehe nun direkt an den Direktor Bernd Bargemann heran, weil andere am Amtsgericht Nienburg ganz offensichtlich rohe Spargelstangen verkiffen. Bernd Bargemann bekommt von mir eine Ablehnung seines privatgeschäftlichen Angebots, im Text noch deutlicher als Zurückweisung tituliert, wobei ich das Wort Zurückweisung vorsichtshalber gleich auch noch ausführlich erkläre. Man weiß ja nie, welchen IQ man vor sich hat. Zugleich zahle ich auf Anraten einer Bekannten das Bußgeld unter Nachweis der Überweisung, damit ich nicht noch mehr Arbeit habe. Am Folgetag setzte ich dem Bernd Bargemann gleich noch einen Brief hinterher, worin ich, der kleine Juristenlaie, dem großen studierten Direktor erkläre, dass das Ordnungswidrigkeitengesetz nach § 135 nicht in Kraft getreten ist und maximal auf Schiffen und Flugzeugen gelten könne. Jetzt kommt Richter Mühlmann aus der Deckung hervor und glänzt sofort durch fortgesetzte Unfähigkeit, die Worte Einspruch und Zurückweisung trennen oder gar verstehen zu können. Da ich mit offenkundigen Legasthenikern grundsätzlich geschäftlich nicht verkehre, wende ich mich wieder an Bernd Bargemann in dem festen Glauben, dass sein Studium die sinnvolle Aneinanderreihung von Buchstaben, die so zu Wörtern werden und den Gebrauch dieser so entstandenen Wörter, eingeschlossen hat. Er bekommt von mir eine 8-seitige Zurückweisung. Ja, wir merken uns immer noch diesen Begriff, also eine Zurückweisung mit einer Menge juristischen Zutaten drumherum und einem Schadenersatzvertrag. Den hat Bernd Bargemann nun leider nicht verstanden, wie wir gleich sehen werden. Bernd Bargemann bekam auch ein sehr individuelles Akzeptanzschreiben, weil ich der Meinung war, ihn mit dem Vorhergehenden vielleicht doch überfordert zu haben. Damit die Buchstabensuppe nicht nur aus Buchstaben besteht, habe ich noch einige Zahlen hinzugefügt, und zwar in meiner Gebührentabelle. Und, was soll ich sagen, es hat ihn überfordert, denn er hat geantwortet, ohne den mit mir geschlossenen Vertrag vorzulegen oder sich zu legitimieren. Ach Mensch, naja, kriegt er eine Rechnung. Für die schöne Parafe, zack, 50.000, da haste. Ein Bestätigungsschreiben von mir, dass Bernd Bargemann meine Punkte nicht widerlegt hat und mit Zusendung weiterer Angebote weitere Rechnungen von mir zu erwarten hat, folgte dann. Es muss ja alles festgehalten werden. Einige Tage vor dem angesetzten Verhandlungstermin liquidierte ich als Begünstigter die verdeckte Treuhand, nämlich diesen speziellen Gerichtsfall, ganz nach dem Muster von Mary Ann Croft in dem Artikel »Wer ist wer vor Gericht?«
aber auch das hat die Richter des Amtsgerichts Nienburg hoffnungslos überfordert. Vermutlich, so muss ich nun annehmen, bestand ihr Studium daraus, gewisse Textblöcke zu kopieren und in leere Seiten einzufügen, ohne jedoch etwas vom Inhalt zu verstehen. Ich kann's mir nicht anders erklären. Und jetzt kommt der Reißer. Ich erhielt gestern ein Urteil, offenbar im Namen aller Nienburger Spargelkiffer, das von Richter Mühlmann der Einspruch des Betroffenen verworfen wird. Hä? Bahnhof? Gleis 12? Ich bin jetzt zwar betroffen, aber doch nicht so betroffen. Ich wage keine Wette darauf abzugeben, wie oft in Richter Mühlmanns Kopf denn noch die Worte Zurückweisung und Einspruch gleichklingen mögen. Aber kommen wir zum Wesentlichen, weswegen diese Posse überhaupt abgezogen wird. Zitat: Der Betroffene hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Man braucht wieder Spargel, um neue Tüten zu drehen. Hab's verstanden. Und wie konnte man das machen? Na hiermit. Staatsangehörigkeit Deutsch. Das Problem ist nur, die wissen ganz genau, dass ich Rustak-Deutscher bin. Das steht in meinem ersten Schreiben an Bernd Bargemann bereits im Briefkopf, aber auch in meinem Melderegister. Halt, einen habe ich noch. Gründe. Der Betroffene hat, bla bla bla, rechtzeitig Einspruch eingelegt. Ha! Da ist es wieder, das Wort! Kennt ihr einen Running Gag? Das macht man in amerikanischen niveaumäßig unterirdischen Shows so, dass derselbe Patzer eines Schauspielers immer wieder auftaucht, mit dem vom Band eingeblendeten Zuschauerlachen natürlich. Das hier kommt mir ganz genauso vor. Ah! Wisst ihr, wen ich zuerst einweisen lasse, wenn wir hier wieder einen Rechtsstaat haben? Die Nienburger. Nein, die Pferdener. Nein, die Hannoveraner. Ach Mensch, die Wahl fällt aber auch wieder schwer.